Ich werde Ihnen nun zeigen, wie man aus diesem Originalbild den folgenden Webbanner generiert. Zunächst laden Sie sich das Bild von Morgfile herunter. Dann öffnen Sie Photoshop. Und dort über Datei öffnen müssen Sie natürlich zuerst das Bild suchen. Bei mir ist es in Downloads. So, und schon haben wir das. Jetzt müssen wir das zuschneiden, damit die Seitenverhältnisse für den Webbanner stimmen. Dafür gibt es das folgende Werkzeug hier, Zuschneiden, Freistellungswerkzeug. Und ich habe hier oben schon richtig eingestellt, 468. Mal 60. Man kann auch hier noch mit diesem Drehen-Symbol die Ausrichtung des Banners ändern. Ich möchte jetzt die horizontale Ausrichtung und schiebe da noch ein bisschen herum, bis ich die schöne Auswahl einigermaßen gut getroffen habe. Abschließen, indem Sie hier auf das Häkchen klicken. Und als nächstes werde ich das Bild noch auf die richtige Größe skalieren. Bis jetzt stimmt erst das Seitenverhältnis. Und wenn ich hier nochmal 468 hineinschreibe, wird hier automatisch das 60 berechnet. Und durch OK sehen Sie, wird das verkleinert, in diesem Falle auf diese 468 mal 60 Pixel. Ich vergrößere das ein bisschen auf 200%. Jetzt sehen Sie auch die Pixel dieses Banners schon, weil 200% werden die sichtbar. Und als nächstes kommt der Text, den ich da ein- und ausblenden möchte. Ich nehme das Textwerkzeug und klicke da mal hinein. So. Mit dem Verschiebewerkzeug ist es möglich, den Text noch am richtigen Ort zu platzieren. Ich werde da ein bisschen einmitten in diesen Wald und auch vom Seiten und den Abständen auf der Seite ein bisschen anpassen. So, ich gehe nochmal zurück aufs Textwerkzeug. Wähle den Text nochmal aus. Sie könnten hier oben die Schriftgröße verändern. Ich habe das schon auf 24, das ist in dem Fall gut. Da könnte auch ein bisschen kleiner oder größer sein natürlich. Die Farbe können Sie auch auswählen, dafür eignet sich in der Regel Farben, die einen hohen Kontrast zum entsprechenden Hintergrund haben. Das kann also schwarz oder weiß zum Beispiel sein. Oder Sie nehmen die Komplementärfarbe, wenn es eine einheitliche Farbe ist. Oder was ich sehr gerne mache, ich nehme eine Farbe aus dem Bild auf, zum Beispiel hier von den Wolken, so ein helles Blau oder ein helles Grau. Dann passt die Schrift auch sehr gut zum Bild, weil die Farbe schon vorkommt. Ich nehme mal ein bisschen das Grau hier, mache da OK und Sie sehen jetzt, der Text wird ein bisschen grauer, ein bisschen dunkler. Ist nicht so ideal, darum mache ich wieder heller auf den zweiten Versuch hier. Ein bisschen heller wieder, dann nehme ich ein bisschen die helleren Wolken hier. Okay. Und jetzt sieht das doch schon recht ansprechend aus. Der nächste Schritt, ich brauche diese Zeitleiste hier unten. Wenn die bei Ihnen nicht sichtbar ist, gehen Sie auf Fenster, Zeitleiste. Und hier müssen Sie dann aussuchen, Frame-Animation erstellen. Meistens steht am Anfang noch Video-Zeitleiste erstellen. Also da unbedingt auf Frame-Animation erstellen umschalten. Und dann diesen großen Knopf hier, Frame-Animation erstellen, einmal anklicken. Und dann ist hier schon das erste Frame, also das erste Fenster, der erste Teil Ihrer Animation sichtbar. Sie können da die Dauer einstellen, wie lange dieses Frame sichtbar ist, auf eine Sekunde. Und wenn im ersten Frame zum Beispiel der Text nicht sichtbar sein soll, schließe ich hier das Auge wieder, jetzt ist das ausgeblendet. Dann kann man mit diesem kleinen Knopf hier das Frame duplizieren. Ich klicke da also drauf, zack, kriege hier also ein zweites Frame. Automatisch hat das auch wieder eine Sekunde übernommen vom ersten Frame. Und hier möchte ich den Text jetzt zeigen, darum öffne ich das Auge wieder. Und damit haben wir die Animation schon fast fertig. Wichtig, machen Sie dabei Wiederholung der Animation auf unbegrenzt. Wenn ich es jetzt mal zum Testen laufen lasse, sollte schon mal der Text hier ein- und ausblinken. Und zwar immer weiter, immer weiter.
Gut, damit speichern wir das Ganze einmal ab. Zuerst im Photoshop-Format, damit es später weiter bearbeitet werden könnte. Ich nenne das mal Banner. Und als zweites speichern wir es noch fürs Web ab, auch Datei für Web speichern. Und hier wichtig, unbedingt GIF auswählen. Wenn die Dateigröße, ist hier jetzt nicht der Fall, zu groß wäre, könnte man die Anzahl Farben reduzieren. Ich gehe zum Beispiel auf 16 Farben. Sie sehen, es wird gerade noch halb so groß. Das Bild selber ist zwar nicht mehr so schön, darum empfehle ich das nur, wenn Sie wirklich mit der Dateigröße Probleme haben. Bei 64 ist es schon wesentlich besser, aber wenn wir können Sie es in dem Fall auch auf 256 lassen, weil wir da weit unter den 70 Kilo sind, die von der Aufgabe her gefordert sind. Nochmal die Bildgröße kontrollieren, da sollte 468x60 stehen und speichern auf den Schreibtisch. Damit sind Sie eigentlich fertig mit der Animation. Ich wünsche viel Spaß beim selber ausprobieren.